Meine Damen und Herren, kleine Ansage. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird öfters wieder ein Timer in der Ecke sehen zu sein. Wir werden ein bisschen in den Grind-Modus gehen. Das Projekt kommt extremst gut an. Es ist extremst viel los, es bockt extremst ultra. Die Leute wollten Content sehen. Wir werden uns wieder die Seele aus dem Leibe streamen. Allerdings muss ich ein bisschen wieder einen Spagat machen. Maximal 8 hours a day. Ich werde nebenbei noch Sachen fürs Pack machen müssen, zwangsweise. Alleine jetzt heute bis zu diesem... In einer Nacht habe ich mich praktisch um folgende Punkte gekümmert. Ich würde euch den ganz kurzen Changelog mal vorlesen, damit ihr auch Bescheid wisst. Wenn Spieler jetzt mehr als 1000 Level beim Tod verlieren, kommt eine öffentliche Nachricht im Chat, damit das jeder sieht, weil es ist funny. Wenn irgendwann die Level krasser werden und so, werde ich das da noch anpassen, dass ich dann die Grenze vielleicht hochhebe, wenn das zu nervig ist, wenn so kleine, in Anführungszeichen, Loses dann kommen, aber für den Anfang passt das. Der Tierenter hat jetzt Fuchsbone-Eier hinzugefügt und ich habe ein internes Shops-Analytics-System reingepackt. Damit werden alle Käufe im Shop getrackt ab jetzt und ich sehe, was wie oft verkauft wurde. Also kann ich gelegentlich mal anzeigen lassen, um zu sehen, wie die Balance zwischen den Shops ist, aber damit das so ein bisschen im Hintergrund funktioniert, ich das auswerten kann, sind die Klassen gut gebalanced, wird ungefähr gleich viel Level überall ausgegeben und so weiter und so fort, also welcher Shop verkauft welche Items, das habe ich jetzt letzte Nacht noch gemacht und ja, ich glaube, das reicht dann auch. Und ich habe sogar noch ein bisschen mehr gemacht, aber das betrifft dann zukünftigen Content, der jetzt noch nicht drin ist. Es kann auch sein, das werde ich natürlich nicht erzählen, was ich ändere, obviously, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich jeden Tag so die Erfahrungen sammle und sehe, wie weit die Leute sind, was alles gemacht wird, wie ich zukünftige Sachen noch balancen kann und ich kriege auch hier noch da Ideen für kleine Dinge, die werde ich hinzufügen, damit es umso geiler wird, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, ich habe die Nacht, ich stand noch mal ganz kurz AFK, ich habe einen 1,5 Stacks oder so an Stein mir zusammengefahren, Compressed Stein, ein bisschen Mining Level und das war es aber auch schon. Wir würden dann heute mal ein kleines bisschen weiter, ich weiß nicht, wo ich aufgehört hatte hier, ein kleines bisschen weitermachen. Ich muss ein paar Drops nochmal machen hier. Guck mal, ich habe ganz viel Holz dabei. Wir haben ganz viel Holz gefahren, ganz viel Level gefahren und ich muss jetzt nochmal bei den Kollegen vorbeischauen, denn, also bin auf ein paar Probleme noch gestoßen. Erstens, Tian, okay, der ist gar nicht online, der hat Mauswheelie installiert und Mauswheelie, Leute, nur so nebenbei, das möchte ich offiziell einmal sagen, Mauswheelie ist der Todfeind meiner Enderkiste. Ganz dramatisch, weil, wenn du da scrollst, stackst du Items oder irgendwie sowas, ich nutze die Mod halt nicht und ich bin auch froh drüber, dass ich sie nicht nutze. Du stackst Items automatisch aufeinander und wenn du im Upgrade-Menü bist und dann nichts hier scrollst, dann werden versucht, diese Glass-Panes aufeinander zu stacken. Aber das geht ja nicht, weil es ja ein Menü ist. Und jedes Mal, wenn du hier versuchst, was rauszunehmen oder was zu verändern, resettet sich die Oberfläche. Und er hatte hier seine Axt mit 50.000 Level geupgradet, hat gescrollt, alles wurde gestackt, die Axt ist in den letzten, nächsten leeren Slot gerauscht, nämlich hier oben, wo das Schild ist, der Upgrade-Station. Und weil dann die Scheibe rausgenommen wurde oder sich was verändert hat, ist die UI resettet worden und das Item, was hier oben drin lag, also ich kann das jetzt mal demonstrieren mit einem Stick, weißt du, wenn ich ihn hier reinlege, das Item, was hier drin lag, blip, ist ersetzt worden und zack, die Axt mal weg, weil er gescrollt hat und mit dem Fuß auf seine Tastatur getreten hat. Aber da muss ich sagen, das war unsachgemäße Benutzung, Leute. Tut mir leid. Ich gebe ihm die Level wieder. Also die Level, die Axt muss ich selbst wieder machen, vielleicht auch die Enchantments, aber die Level, die 60.000 Level, die du da brauchst, um einmal auf Epic zu kommen, die kann ich ihm per Command easy und schnell wiedergeben. Ist gerade nicht online, machen wir demnächst. Und dann habe ich noch ein anderes Ding. Ich muss jetzt ein kleines Experiment machen, und zwar bei und mit Cast. Weil er hat festgestellt, dass die Anvil-Uses ein Problem werden, wenn wir immer Level 1er Enchantment-Bücher haben. Also die Skylar, die können ja Level 1er Enchantment-Bücher holen in ihrem Shop. Und die muss man dann kombinieren, und dann kann man das ja wieder auf sein Tool machen. Das Problem ist aber, dass irgendwann zu teuer wird. Too expensive, Level 39 kannst du mir kombinieren. Ich dachte, dass man das umgehen kann, wie auf Hypixel Skyblock, indem du einfach, also zuerst die Bücher auf Maximum kombinierst, dass da die Maximum Anvil Uses sind und das eine Buch auf dein Tool machst, weil dann hast du ja nur einmal sozusagen einen Anvil benutzt bei diesem einen Tool. Aber das ist nicht so, das ist anscheinend nur ein Hypixel Skyblock-Ding. Ich habe da auch nicht wirklich viel und lange drüber nachgedacht, aber wenn es ein Issue ist, A, haben wir folgende Lösung. Entweder ich tausche den Shop aus, dass wir Level 3 Bücher kriegen, von den Sachen halt, oder dass die Bücher ein bisschen anpasst. Oder ich guck mal, ob ich was mit dem Command gezaubert kriege und das werde ich jetzt gleich bei Cast testen. Ja. Hast du Holz für mich? Was für ein Holz? Normales. Ich brauche Schilder. Schilder, ja, das kriege ich hin. Also, normales ist Holz ist... da, oder? Achso, im Inventar. Also, im Inventar nicht, aber hier im Inventar, hier in der Kiste habe ich bestimmt. Okay. Nee, das war eine Spitzhacke. Da. Dankeschön. Ach ja, du hast Change. Nein, das ist direkt oben. Oh, du hast automatisch compacted. Sie hat es automatisch compacted.
Gefährlich, ne? Ja, warte hier. Zack. Jetzt hätte ich eben sagen müssen, ja, jetzt habe ich keins mehr. Jetzt hast du gar kein Holz. Nein, das war ein Witz. Also, als ich das eine gegeben hätte, dann hast du es komplett. Ja, jetzt habe ich keins mehr. Dankeschön. Ja. Du hast Changelog gelesen, ja? Noch nicht. Okay, Tierhändler hat jetzt auch Fuchsbohneier. Ja. Dankeschön. Und noch so andere Sachen, aber wie gesagt, wenn man jetzt mit mehr als 1000 Level stirbt, bekommt eine Nachricht im Chat, damit das alle sehen. Und ihr könnt das sehr gerne mal ausprobieren, ja? Okay, so, und zu Chaos gehen wir dann auch nochmal und gucken mal, ich habe eventuell eine Lösung. Vielleicht kann ich den Repair-Cost-Tag nochmal resetten. Ich mache einen Repeating-Command, der nach Glock läuft und regelmäßig Items, also man muss ein Item auf den Boden droppen. Und nach ein, zwei Sekunden wird der Repair-Cost-Tag wieder gelöscht und dann kann es hoffentlich sein, dass die Anvil-Kosten wieder runtergehen. Das würde ich sogar bevorziehen, als jetzt die Bücher teurer zu machen oder anders anzupassen. Okay, dann, ja, würde ich sagen, gucken wir mal. Vielleicht bin ich jetzt sogar schon live, wenn ihr das seht. Schaut vorbei auf Twitch, Link in der Beschreibung. Wir machen wieder Bonusfolgen für Kanalmitglieder als Dankeschön. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch mal reinschaut. Und Zwotkanal wird ebenfalls aktiv betrieben. Ebenfalls Content auf Doom mit rausgeballert. So viel dazu, weiter geht's. Ich habe Experimente zu durchführen. Und zwar, du hast ja wegen Anvil-Uses gefragt. Richtig. Ich habe dir was geschrieben, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, aber eventuell habe ich vielleicht eine Lösung. Und mit nur einem Command? Richtig, mit nur einem Command. Wie viel, also wenn du jetzt was enchanten willst damit, dann steht da too expensive. Richtig. Okay. Du könntest das jetzt aber schnell testen, ob es zu teuer ist. Und wenn ich das mache mit dem Command, dann könntest du testen, ob es nicht mehr zu teuer ist. Das Buch hat zwei Enchantments drauf. Ist das ein Problem? Nein, also das ist egal. Also es gibt eventuell eine Möglichkeit. Also mein erster Gedanke ist halt, im Shop ansonsten die Bücher höher anzubieten und die halt einfach dein Item resetten, dass das kein Problem mehr ist. Die andere Sache ist, eventuell kann man den Item Tag Repair Cost entfernen mit Command und dann soll das zurückgesetzt sein. Und das könnte ich jetzt, also ich teste, wenn das jetzt funktioniert, dann könnte ich das global einfach laufen lassen und dann müsst ihr ein Item einfach nur auf den Boden droppen für eine Sekunde oder zwei und dann würde sich das wieder resetten. Ich bin ready. Okay, also gerade ist es too expensive. Okay, Moment, dann ich copy Command. Ah ja, ich hab schon. So, also dieses Buch ist too expensive. Ich glaube aber, das geht, ich weiß nicht. Ach stimmt, die Anvil-Uses werden sowohl auf dem geuseten als auf dem Tool auch berechnet. Warte mal ganz kurz. Genau. Distance machen wir mal 10. Okay, probier mal. Probiere. Ja, würde gehen. Okay, so, dann habe ich das. Dann stelle ich das global ein und ab morgen müsst ihr, wenn was zu teuer ist, das Item nur mal für eine Sekunde droppen. Achso, ja, jetzt müsst ihr den Command halt neu machen, um das bei dem Schwert auch zu dingsen, ne, aber. Kannst du nochmal ausprobieren? Ja, ja, ist so, probieren. Also, jetzt müsste es halt richtig cheap sein, I guess. Oh, ja, ja, ja. Also, cool. Also nochmal billiger als jetzt eben davor, weil das Schwert jetzt ja auch nur Repair kostet. Okay. Genau. Also sollte man halt trotzdem nicht abusen, aber für die Bücher ist es halt ganz cool. Ja, nee, also, ich glaube auch jetzt nicht. Also, das ist ja immer teurer, man braucht immer mehr Level, aber die Level sind bei uns ja jetzt auf dieser Scale sowieso egal. Also, es ist Wurst, ob du jetzt 30 dafür bezahlen müsstest oder 50 oder halt jetzt 1 oder 2. Also, da kann man jetzt ja nicht wirklich abusen, sowas. Es ist halt einfach, dass Enchantments günstig draufgehen. Ja. Das ist aber ein Ding, das würde ich beim morgigen Patch reinmachen, dann. Ja, das ist perfekt. Dann habe ich mein Schwert, da bin ich zufrieden. Alles gut. Ansonsten für den nächsten werde ich es halt jetzt hier mal manuell nochmal machen. Aber morgen ist es dann automatisch. Sehr, sehr sick. Huch, hast umbenannt. So froh, dass es vor allem auch geklappt hat jetzt. Ja, vor allem so einfach und nicht irgendwie super nervig und anstrengend. Ja, dafür gibt's Reddit. Geil. Hallo? Achso. W Reddit! Dankeschön! W Boss. Sparkles Boss. Hallo? Spark? Ja. Du bist ja Stone, oder? Hm. Das heißt, du hast Eisen. Ich habe Eisen, ja. Kann ich dir was für Eisen anbieten? Ja, Norex wollte schon Dias gerade vor mir haben, da fahre ich drauf. Wie viel Eisen brauchst du denn? Wenn das nicht viel ist, kann ich das dazwischen schieben. Ich bräuchte einen Amboss. Also 31. Ja. Genau. Wenn man aus 31 einen Amboss craften kann, ja. Genau. Wie sieht's aus mit zwei verzauberten Büchern dafür? Welche? Also ich glaube, Efficiency wäre ganz geil. Dann machen wir das. Also ich habe die auch da direkt. Ja, dann kann ich die direkt holen hier, die Level. Super. Das Eisen meine ich.
Ja, Dias würde ich später auch irgendwann brauchen, aber da ist jetzt sowieso erstmal. Da bist du jetzt eh für andere am Arbeiten, ne? Ja. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie viel, das ist die ganze Zeit hier. Jeder zu tun, viel Danke. Handeln, aber viel Interaktion dafür auch. Und man kann nicht einfach nur, hier hast du Level, kauf mir das, sondern ich brauche das Pharma für mich. Ja. Da war Drop. Das ist krass. No. Digga, wie kompakt ist der, dass er hängen geblieben ist? Ist das krass? Ich hab doch gesagt, ich bin mit meinen Füßen greifen. Ja, hast du gut gemacht. Hey, Spar, ich hab aber mit meinen Füßen einen Burger gegessen, tut mir leid. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Alter Schwede! Ja, ich hab grad die Angel hier bekommen. Aber ja, ich war in der Gruppe sogar drin. Ja, du hast die Angel bekommen. So. Was damit noch ist, das weiß halt aktuell noch keiner. Flock hat auch schon eine, aber ist noch Fragezeichen dran. Aber wer hat auch noch eine? Flocke hat schon eine gekriegt, aber da ist halt jetzt noch Fragezeichen erstmal dran. Okay. Ja, okay. Ich wollte nur wissen, ob schon jemand eine hat. Ja, gut. Ja, gut. Du bist jetzt der Zweite. Ich mach noch eine. Oh, nee! Rotten Flash. Nee. Okay, ich dachte, das Zweite, die hinterher kam. Nee, leider nicht. Na gut. Okay, dann mach ich jetzt einen Amboss. Tschüss. Moin, Fuchs. Die haben mir gesagt, was hast du geangelt? Ein Seerosenblatt, oder was meinst du? Nee, mein Chat hat gesagt, du hättest einen Elder Guardian geangelt. Nein! Oh Mann. Die haben mich getrollt in meinem Chat und meinten, man kann Bob angeln. Ich habe gefragt, wer ist Bob? Und die meinten Elder Guardian. Oh Leute, ey, keine Ahnung, das war eine stille Post. Also. Das wäre krass gewesen. Ja, ich habe. Oceanblock ist ja raus. Und es kann sein, dass man in einem frühen Entwicklungsstadium von Oceanblock, dass ich sowas eingebaut habe, dass man Guardians angeln kann. Das wäre krass. Aber ich habe das wieder rausgemacht und ich habe gedacht, so, hä, ist das noch drin? Nee, ich habe das rausgemacht. nee, keine Sorge. Okay, nee, das ist wieder weg. Also Ocean Block haben wir diesmal nicht und alle Features davon sind erstmal weg. Kann man Nametags angeln, ja, oder? Nametags sollte man ganz normal angeln können, ja. Okay, das ist gut. Ist halt Dankeschön. Treasure Drop. Okay. War ein Tripwire, hast du schon. Ja, den habe ich da einfach dran gemacht. Die Leute schocken mich immer und ich dachte gerade, das kann echt sein, habe ich das dritten Ding hier nicht gehört? Nee, ich glaube, da hätte ich dir Bescheid gesagt, weil das finde ich Vielleicht mache ich das für nächstes Mal, dass man Fische angeln kann, also halt Guardians angeln kann, die was droppen oder Gegner, die du bekämpfen kannst und sowas. Das wäre, glaube ich, auch cool, ja. Boah, Leute, schockt mich nicht. Hi! Kein Plan, aber wir sagen alle, irgendein seltener Drop aus Lootbox. Nee, bei mir noch nicht. Dann gehe ich wieder. Oh. Wie findest du meinen Style? Gut, oder? Danke dir. Ist geil. Das ist nicht schlecht. Wenn man diese Netherblock-Spieler, die sich selbst Netherite holen können. Ist halt echt so, wow. Gut, Überlegung war ja, ob Netherblock-Spieler so benachteiligt sind, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, die haben das Beste. Naja, aber ein Template und ihr könnt auch die ganze Zeit dann nachmachen. Ja, aber wir brauchen Netherite und das haben wir ja nicht. Ja, stimmt das auch. Das habt ihr, wenn dann. Ja, okay, stimmt. Was kostet Netherrack? Vielleicht ein bisschen weniger als ein Template. Weil das ist ja Gewinn dann für die sozusagen. Netherrack kostet ja nichts. Aber ein Template würde die was kosten und dann. Das ist ein krasser Vorteil, muss ich sagen. Also, falls was kostet dich denn die gesamte Rüstung? Die gesamte Rüstung. Also, du musst bedenken, ich konnte. Jedes Netherrack-Ingot kostet 1000 jeweils. Also 4000. Einmal das Template kaufen. 2000. Okay. Und dann habe ich mit Spartan einen Deal gemacht. Da habe ich einen Proton abgegeben und 21 Dias für bekommen. Und konnte die dann duplizieren. Was kannst du duplizieren? Naja, halt, nein. Die Templates. Also, die Templates duplizieren im Crafting Grid. Okay, und wie dupliziert man die nochmal? Mit 7 also, Dias und Netherrack. Aber Netherrack. 7 Dias, Netherrack und das gibt's Ding. Ja nicht. Oh. Da haben die Nether-Spieler das Monopol drauf. Die können das halt jetzt nach eigenem Ermessen halt ausgeben. Oder halt an andere Spieler weitergeben. Was sollst du sagen, was ist das gerade wert? Oder so? Boah, Netherrack ist halt bei uns halt auch. Also, wir haben können nicht unbegrenzt Netherrack herstellen, ist die Sache. Der Spawn war aus Netherrack gebaut. Ja, genau. Deswegen, also wir haben. Aber der gesamte Spawn? Nee, also das war nur eine Schicht. Ja, okay. Eine Schicht drunter ist Blackstone. Ja, deswegen haben wir da nur begrenzte Zahl. Also, I don't know, also das ist wie ein bisschen. Falls Netherrack alle ist, gibt's natürlich halt, kann man einfach die Upgrades holen, aber die sind halt 2K pro Stück. Ja, stimmt.
Also ohne okay. die Abkürzung 3000 Level pro Netherite. Ja, genau, Upgrade. Pro Piece. Das heißt, die Rüstung einmal, dann die Tools einmal und so. Ne? Aber willst du nicht erstmal eine Dia-Rüstung holen? nee, ich frage eh nur, ich habe eh gerade nicht so viel Lust auf Rüstung. Oder also braucht man die gerade? Ja, also wenn man Nether ist, halt, das ist richtig nervig, wenn du ja, immer da wegtippen willst, wirst du getootet. Ja, ja, genau. Mit Goldrüstung, das ist so nervig gewesen. Ja, wie gesagt, jetzt sind die Mobs da wieder egal, also es fühlt euch wohl. Jojo, safe. Ja, ja, deswegen ist das so richtig chillig. Und auch an der Mob-Farm stehen, ich habe keine Angst mehr, da zu sterben, wenn da irgendwie random einen Zombie-Piglin rausdroppt. Wenn du die Lava fällst, macht das nix. Ja, ja, das ist ehrlich sehr geil. Oh, das ist noch nix. Jo, Moment, ich komme runter zur Enderkiste, zum Shop. Jau, jau, jau. Gut, ein Diamant kostet ja 100. Genau, ich könnte 26 theoretisch holen. Wie viel brauchst du für alles? 26 würde ich schon mal nehmen. Dann müsste ich dir was kaufen im Wert von 2600 im Gegenzug. Also, wenn, genau, wenn also rechnen. 13 Bücher. Richtig. Was für Bücher möchtest du denn haben? Also, ich glaube, ich brauche 4 Mending-Bücher. Nämlich 4 einmal Mending, für das Equipment. Warte. Genau. Ah, warte, wo ist das? 1, 2, 3, 4 Mending-Bücher, ja. Genau. Und dann, ja, ich muss mal Effizienz, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe 13 Effizienz. Okay. Dann sind wir auf 17 und die restlichen 4 würde ich sagen Sharpness. Wie viele Sharpness? 4 Sharpness. Also die restlichen, das waren, glaube ich, das müssen jetzt genauso viele Level gewesen sein, ne? Ich habe jetzt 21 Bücher gekauft. 21. Ich. Ein Buch kostet 200. Mhm. Hat das gepasst? Warte, ich zieh mal kurz durch. 1, 2, 3, 4. Ne, warte. 1, 2, 3. Das sind 10. Was ist 18? 18, 19, 20. 20 habe ich. Was fehlt noch? Boah, ey, ich ist so viel. Ich habe hier noch eins liegen. Aber ich habe jetzt für die Bücher 4200 Level ausgegeben. Aber wir haben. Können wir so anschreiben, dass ich noch Zeug von dir kriege? Warte. Was haben wir denn gerade verwechselt? Ein Buch kostet ja 200, so. Also. Hä? Oh, jetzt sind wir durcheinander gekommen. Ich hätte 13 Bücher nur kriegen müssen. Ja, dann komm, dann kriegst du den restlichen Dias zurück. Ja, ich schreib einfach an. Wenn du mir jetzt, warte, ja, wenn du mir jetzt, ich hab 4200 ausgegeben, du gibst dir jetzt, wie viel hast du ausgegeben? 2600? Genau. Dann die Differenz ist, 1600. Dann habe ich noch 1600 bei dir. Also offen. 16 Dias kriegst du noch von mir. Es sei denn, du willst was anderes haben. Ja, vielleicht will ich noch was anderes. Aber okay, dann merke ich mir 1600 dabei. Ich bringe mal alle Bücher hier erstmal in die Base. Okay, danke dir. Ich habe schon wieder alles außer Level, aber ich würde jetzt mal mein Holz nehmen und wir können 8 Bosse klatschen. Und dafür hole ich mir jetzt einfach mal die Pilze. Ich würde sagen 9 können wir machen. 9 Stück, das restliche Holz sollte dafür ausreichen, um das Feuer jeweils immer zu füttern. Und dann hoffen wir mal auf unseren ersten Drop oder was auch immer. Ich brauche noch den Key. Ich brauche noch den Pilz und auch das Armor-Trim. Ich habe noch gar keinen Trim gekriegt. So, mit den 3 Stacks hoffe ich mal, dass das jetzt ausreicht, die komplett zu befüttern. Dann schauen wir mal, was wir kriegen. Und ich gehe wieder hinten in die Wanderlachsecke. Stegi bei den Lootboxen. Kann ein Schneeball hier drinnen sein? War das vielleicht ein Hinweis auf das Blaze-Rätsel? Habe ich mir gerade auch gedacht, genau. Hier war ein Schneeball drinnen. Mhm. Krass! Okay, Alter. Dann haben wir jetzt das nächste Item da rausbekommen. Welches man rausbekommen kann. Stegi, war ein Spaß. Ich hab dir den gerade reingelegt. Nein! Oh mein Gott! Oh! Ich hätte jetzt ein anderes Special-Item reinlegen müssen, so, ne? Oh mein Gott, ich wäre ausgerastet. Ey, war nur Rotten Flash drinne? Ja. Oh! Hier ist es. Oh nein! Oh, ich bin mir so. Oh, ich bin mir so sicher, dass es ein Schneeball ist. Oh! Also, das wäre echt sinnvoll gewesen. Oh! Ich habe wieder Kanalpunktwette. 50-50 sagt der Chat und wir schauen mal, ob wir da was kriegen. Dann lege ich mal los. Na komm. Ich lasse immer zuerst die 3 Kugeln schießen und dann habe ich erstmal meine Ruhe. Erster Drop: Nein! Ich laufe so gerne seitlich weg. Looting bringt nichts, er muss einfach nur sterben. Ah, wieder nichts leider. Boah, irgendwann zünden. Nee, kann ich anzünden. Alles gut.
Leider nicht. Oh, ein Trim habe ich gekriegt. Ist ein Rare Drop, aber nicht den, den wir wollen. Und deswegen geht das noch nicht auf Ja. Okay, da wurde ich jetzt erstmal getroffen. Kann ich so gut ausweichen jetzt. Ja, der Wanderlachse soll mir mal Glück bringen hier. Nein, leider auch wieder nicht. Nein, wieder nicht. Zwei noch. Oh Leute, ich glaube, wir müssen weiter Holz farmen, ne? Holy. Also 10 hatte ich schon. Jetzt kommen nochmal 9 halt. Und, ah, leider nichts. Ich hab's! Beim letzten Versuch! Beim letzten Versuch, das Photon ist gedroppt. Oh Gott. Wir müssen aber trotzdem noch weitermachen. Ich brauche noch einen Key. Yo, 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 yo. Da ist er. Wait, ja, wait, also doch 16 Dias. Ich glaube nochmal 16 Dias, ja. Armored Shrimps so verdoppeln, sehr, sehr teuer. There we go. Dann haben wir, ja. Danke, danke, Achso, Armored Shrimps, du willst die Deko-Armored Shrimps verdoppeln. Richtig. Und die Netherite muss man ja auch verdoppeln. Genau, aber da brauchst du Netherrack für. Richtig. Das gibt's in der Nether-Dimension eine Schicht. Genau, hast du schon gesnackt? Hab ich mir schon unter den Nagel gerissen. Ja, okay. Ja, die Zukunft dann haben die das, dann haben die das da nicht gut genug gesichert. Ich denke, dann stehen die da an der Tür und aber haben gut, dann würde ich tatsächlich auch meinen, weil ich wollte nämlich was machen. Ich wollte die Froglights, die Shroomlights fahren. Nee, hier lang. Ich würde das gar nicht für Trims nehmen, ich würde Shroomlights fahren. Wo kriegt man Shroomlights her? Achso, du kannst doch in deiner Starterkiste Vanillium drin. Oh. Und wenn du da Knochenmehl drauf machst, kannst du auch diese Baumsetzlinge kriegen aus dem Nether und dann kannst du die groß wachsen lassen und dann hast du die Lichter drin. Geht das nur im Nether oder kann man das auch hier machen? Nö, geht überall, kannst du hier machen. Okay, das ist nice.